habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussballdate anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Sind jetzt neuerdings alle gegen Randall? Wie läuft's mit dem Waldspuck-Wettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt ihr ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Dachte, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratis-Tipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert, es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Ich will auch nicht, dass sich jemand um meinen Neulingsarsch kümmert. Schon gar nicht diese Schwestern. Kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Ich weiß nicht so ganz. Soll ich nochmal spucken? Ich glaube, das reicht für heute. Mein Hals fühlt sich an wie Schleifpapier. Oh. So, was machen wir jetzt aber? Nee, nichts mehr zu bequatschen. Also, sie warten auf jeden Fall auf den Koch. Der ist allerdings unten in der versifften Küche. Ja, das wird nicht gut, glaube ich. Wir können aber nochmal gucken. Vielleicht hat er sich ja mittlerweile rausgearbeitet. Ich glaube es allerdings nicht. Ich denke, es sieht da unten immer noch gleich aus. Randall. Was machen wir zwar hübschen jetzt? Erstmal in der Küche vorbeischauen. Oh, hier ist mittlerweile leer. Alles weggeräumt. Aber da unten sieht es immer noch gleich aus. Na gut, dann hüst du mal weiter. Ah, halt, warte mal. Sollen wir ihm vielleicht sagen, dass er draußen erwartet wird? Lieber nicht, nachdem ich... Oh, ja, nachdem du ihm die Suppe versaut hast. Ich weiß. So, dann lass uns mal mit Murray nochmal reden. Vielleicht weiß er weiter. Mit Mortimer will er nicht reden, mit Carl will er nicht reden, Charlie will auch nur seinen blöden Sprengstoff und alle hacken auf mir rum. Ah, scheiß auf den. Boah, komm schon, zieh mit der Flasche eins, du lieber. Das behalte ich lieber. Ah, dann halt nicht. So, ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Ich glaube, der Typ kann mir... So, der will nicht. Der Gefangene da hinten... Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Ja, du willst halt nicht. Du bist ein uneinsichtiger Kerl, mein Freund. Ein uneinsichtiger Kerl. So, Brecheisen, Hufeisen... Was sollen wir eigentlich mit dem Hufeisen machen? Das muss doch auch noch für irgendwas gut sein. Aber für was? Ah, der Bibliothekar hört zwar schlecht, zumindest mal tut er so, aber er wird sicherlich nicht Schlechtes sehen. Von daher, ihm irgendwas vorzugaukeln, glaube ich, das macht nicht unbedingt gerade... Nein, das macht, glaube ich, nicht unbedingt gerade Sinn. Von daher ist echt die Frage... Wo zum Geier? Entschuldigung? Nee, hat er sich nicht. Der Vogel hat sich immer noch nicht anders überlegt. Puh. Ich weiß nicht, ich werde mal einen kleinen Blick, einen vorsichtigen Blick in die Tipps werfen. So, Kätzchen töten. So, das haben wir schon mal, dass wir wissen, dass wir Sprengstoff herstellen müssen. Du bekommst eine Waschmitteltablette. Gut, dass Lisi alles besorgen kann, aber dass es 24 Stunden dauert, das wissen wir. Hier ist es die Schwestern, die Bücherei blockieren, das ist mittlerweile auch weg. Und der Dieb hat uns mittlerweile auch schon davon befreit. So, meine Spuckkünste sind immer noch ärmlich, das wissen wir, gehen in die Küche, Bruno will ich rauswerfen, wir sind schon zum Hilfskoch befördert worden, Bruno haben wir geholfen, wir haben die Waschmitteltablette in den Topf geworfen, die Anleitung haben wir auch entziffert, auch wenn es hier direkt steht, ist aber wurscht, es wird eine Menge raus aus dem Topf kommen, ja, das kommt schon die ganze Zeit, zurück zum Waldspucken wollte ich erstmal auslachen, ah, das haben wir also richtig gemacht.
Stell eine Napfpfanne auf für die richtige Reihenfolge der Wok. Die Pfanne und die Schüssel auf die fünfte. Okay, da haben wir es auf jeden Fall richtig gemacht. Wenn du jetzt spuckst, triffst du die Zeitung vom Vertreter. Ja, das haben wir schon. Lenk Muro mit der Zeitung ab. Der Dieb kümmert sich um die Schwestern. Weißt du noch, wo der Typ, der in seinem Bett eingeht, in den Zellenbereich und befreie ihn mit deiner neuen Brechstange ab. Jetzt wird er dir jeden Morgen ein Päckchen Nikotinkaugummi bis zum Dank geben. Ja, das wissen wir schon. Das mit dem Gymnastschaftshammer auch. Das Glas haben wir repariert. So, das dem Essen, das Essen von dem, von Karl, was? Füll etwas von Karls Schnaps in dein Essen. Ach so, wenn er nicht hinzieht. Genau, dann hört er auf zu essen, du kannst das Essen mitnehmen. Er holt Antacid raus und trinkt etwas davon. Wenn du die, okay, den Wurm. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Aha. Wollen wir den Wurm der Krähe geben? Ah, und jetzt? Danke, Jake. Ach, das war der Kniff, oder was? Entschuldigung. Ich will's hoffen. Nee, warte mal ganz kurz. Das bringt erst speichern. Ich habe so meine Befürchtungen. Speichern. Naja, komm, wir nehmen, ja doch, wir nehmen den da, wir überschreiben einfach. Sonst wird's zu viel. So, weiter. Entschuldigung. So, hat sich der Vogel jetzt vielleicht überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Yippie! So, da hätten wir jetzt schon mal das Buch. Oh mein Gott, wie sieht denn das aus? Was hat denn das für ein Cover da drauf? Danke, Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Ja, tu nicht so, als würdest du uns nicht verstehen. So. Bombenanleitung. 3/4 Teelöffel rosa Wismut. 4 Becher Dünger. 1/2 Stück Seife. 6 Becher Phosphor. 1/2 Becher Frittierfett. Vermischen Sie alle Zutaten in einem geeigneten Behälter, Deckel drauf und ab dafür. Seife. Ja, Seife wird es in der Dusche geben. Teelöffel, Wismut, rosa Wismut. Das könnte das Zeug sein, was draußen, was der Typ da auf dem Tisch stehen hat vielleicht. Becher Dünger, bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. 6 Becher Phosphor. Gibt's dafür einen Ersatz oder so? So, der hat ja das Buch jetzt sicherlich im Inventar. Jawohl, perfekt. Und wir können es uns jederzeit anschauen. Noch perfekter. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja, Seife wird's ja sicherlich irgendwo. Warte mal, was ist hier? Sieht's hier aus? Okay, der hustet immer noch ein vor sich hin. Viel Spaß beim Husten. Seife wird's ja sicherlich in der Dix geben, in der Dusche, aber da ich kommt man glaub, ja nicht kann rein. Mir gerade nicht. Nein, okay, da kann man nicht behilflich sein. Mortimer genauso wenig, weil er laber hier nur Stuss. So. Es ist die Frage, wie kommen wir an Seife? Ich muss in die Duschen rein, Alter. Auch nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum. Echt jetzt? Nein. Es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Ne, weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemandem, oder? Nein. Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmen. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Ja, natürlich kann ich mir sicherlich helfen, ins Loch zu kommen. Aber zu welchen Bedingungen? Sie sind hässlich. Reicht das? Mary! Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja. Sexy Mary. Gut. Oh Mann. Nein, also ich weiß nicht. Also ich würde jetzt Mary nicht anfangen, Komplimente zu machen, aber vielleicht der Katze da. Der Katze würde ich anfangen, Komplimente zu machen. Vor allem mit den Teddybär-Augen.
Oh, Katze, 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 Katze. So. Okay, was muss ich machen, um in dieses Loch zu kommen? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK an nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Was Schönes zum Geburtstag? Ja, was über den Kopf gezogen, Alter. Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Wegen der Seife. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Okay, Murray, du hast es so gewollt. Ich nehme jetzt irgendwas. Tut mir leid, mein Freund. Yes, zieh's ihm drüber. Bing. Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Dankeschön. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden ihn ja dann noch sehr bald finden werden, oder? Meinst du, wir könnten ihm hier drin irgendwo einer fragwürdigen Nische begegnen? Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, wenn er in Frauengestalt... Das war schon schlimm genug, das zu sehen. So, hier haben wir einmal einen Schwamm. Außerdem, ich spiele hier den Rächer. Na, was sagt der Sprecher? Das sagt er nichts. Oh, da ist eine verschmutzte Wand. Warte mal, eine verschmutzte Wand? Da haben wir einen Schwamm. Hey, was steht da? Da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Ja, aber was? Inschrift. Jetzt ist die Wand zwar etwas sauber, aber ich fasse sie trotzdem nicht an. Ja, aber da steht doch was. Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Okay. So, ist es alles, was es hier gibt? Da ist ein Loch, nee, da ist ein Eimer. Ich muss gerade nicht. Nein, du musst gerade nicht. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es aussieht, auch mein Klo. Okay, können wir vielleicht den Schwamm da eintunken? Ist schon ganz vollgesaugt, das muss ich nicht nochmal machen. Nein? Was haben wir denn hier? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Ja, das sicherlich. Das mache ich nicht sauber. Nein? Vielleicht, ich weiß nicht, Bräter voll Schnaps. Das hier hinstellen? Dafür ist das nicht. Nö, wirklich nicht. Ich fütter das Viech, das da drin lebt, nicht. Du sollst es ja auch nicht füttern. Vielleicht verreckt es ja an dem elendigen Essen. Warte mal, was haben wir denn sonst noch? Da haben wir Wand. Inschrift. Tür. Türschlitz. Was können wir mit der Wand da machen? Ich habe gerade keine Lust, einen Tunnel zu graben. Vor allem, dass man mir nicht sämtliche Sachen abgenommen hat, das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Hufeisen. Kann man das vielleicht da rein tun? Das stecke ich nicht in den Eimer. Nein? Ja, aber was denn dann? Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ich kann jetzt keine Pause vom Spiel machen, sag ich dir. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's... Nein, halte ich nicht. Naja, doch, vielleicht schon. Ist schon offen. Ist schon offen, kannst du da raus sehen? Die schauen ja ab und zu mal nach mir. Okay. Hallo? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Randall, ich glaube, das bringt... Hallo? Ruhe, Gefangener! Hör auf zu schreien!